hier so lange? Sieht gerade nicht so gut aus da oben. Leicht untertrieben. Chris, wo ist der Flammenwerfer-Typ? Ist er etwa tot? Oh nein. Was ist passiert? Das Ding hat ihn zerfleischt. Direkt vor mir. Oh Gott. Okay, sind das alle Türen? Ja. Ganz sicher. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen. Wenigstens sind wir hier sicher. Oh, ja. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch auspacken muss? Jemand wird uns retten. Morgen früh. Zuversicht klingt anders. Aber jemand wird kommen, stimmt's, Em? Ja, ich meine, oder? Ihr könnt warten. Ich bin weg. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh. Er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll. Toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Keine Ahnung, Mike. Es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaube ich, da unten und... Ha. Was? Scheiß drauf. Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Was ist das alles? Das ist die Tasche dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gewappnet. Nicht ganz. Was ist denn das? Oh mein Gott. Warte, was ist es? Ich war da unten. Es war furchtbar. Warum? Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Oh mein Gott. Ein paar haben überlebt, aber etwa 15 von ihnen nicht. Da war ein Reporter und ich glaube, er hat herausgefunden, dass da ziemlich viel vertuscht worden war. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Und wer weiß, was es bedeutet, aber da war so ein Stuhl mit getrocknetem Blut überall, als hätte man jemanden gefoltert. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Er führt von der Lodge bis zum Sanatorium hier. So bin ich hergekommen. Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Was ist das? Hä? Was ist das? Ash. Oh mein Gott. Da ist gar nichts. Es hat mich gebissen. Nein. Gebissen? Was hat dich gebissen? Der Wendigo. Was? Es ist gar nichts. Ehrlich, es spielt keine Rolle. Geht's dir gut? Shit. Es tut gar nicht mehr weh. Ehrlich. Es ist nicht so schlimm. Wenn der dich gebissen hat... Ich weiß, was ihr jetzt denkt und es ist nichts. Wirklich? Ja. Emily, wir sollten uns das anschauen. Emily... Wenn der Wendigo dich gebissen hat, dann wirst du vielleicht zu einem von diesen Dingern. Das ist doch lächerlich. Er sagt ja, wenn man jemand anderen isst oder nicht, das hat er gesagt. Was, so passiert das? Ja, es passiert nach einem Biss, dann bist du auch einer davon und dann gehst du auf uns los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du kannst nicht bei uns bleiben. Was? Mike. Du musst gehen. Soll das ein Scherz sein? Du bringst uns alle in Gefahr. So ein Schwachsinn. Emily. Du kannst nicht bleiben. Mike, reg dich ab, okay? Wir wissen nicht, ob das so abläuft. Vielleicht ist es nur ein Biss. Ich habe gesehen, was diese Bestien anrichten. Und ich will das nie wiedersehen. Was soll das? Leute, was macht ihr? Hier ist die Tür. Tu uns allen den Gefallen und geh. Oh nein, du willst dich nur besser dabei fühlen, dass du mich in den Tod schickst. Du weißt, dass dein Wendigo nur darauf wartet, mich zu zerfetzen, so wie bei... Okay, oh mein Gott, geh einfach raus! Los, verschwinde hier! Wow, okay. Wow, wow, Mike, ganz ruhig. Du willst mich erschießen? Mike, mich? Das ist der Schutzraum, Em. Mike, bitte! Er ist nicht sicher, solange du hier bist. Nein. Nicht für uns. Ich tu das nicht! Rück ab. Es tut mir so leid. Soll ich das wirklich machen? Fuck, ich kann das nicht. Oh mein Gott. Hättet ihr euch gedacht, ich drücke jetzt ab, gell? Ich hab gesagt, ich versuche so viel wie möglich vorerst zu überleben. Shit. Fuck, fuck.
beobachtet sie. Und wenn ihr irgendein Anzeichen seht, dann müsst ihr es tun. Ja. Keiner geht raus. Okay? Es ist nicht sicher da draußen. Ich bin bald zurück. Was zur Hölle? Geht's dir gut? Dass er uns helfen würde. Der Flammenwerfer-Typ? Jetzt haben wir keine Chance. Nein, Leute, es heißt nur, wir müssen stark sein. Wir müssen es allein schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Nur wendige Menschen haben es gewagt, Wendigos zu jagen. Ich bin der Einzige, der... Der Kerl ist ja richtig besessen. Hallo? Ich bin der Einzige, dem es je gelungen ist, sie im Zaum zu halten. Halt dich an diese Worte oder du wirst mit dem Tod bestraft und es wird nicht der letzte Tod sein. Der Wendigo muss unter Kontrolle gebracht werden. Der Wendigo entsteht durch Kannibalismus. Wenn ein Mensch verzweifelt Nahrung braucht, gefangen auf dem Berg in heftigen Winterstürmen, wenn er mehrere Tage nichts gegessen hat, dann beginnt der Wendigo-Geist, Besitz von ihm zu ergreifen. Sogar der stärkste Mensch ist nicht davon gefeit. Er wird erbarmungslos morden, oft sogar seine Gefährten, die mit ihm gereist sind. Er wird das Fleisch roh aus den Leichen abnagen. Ich wurde vor vielen Jahren selbst Zeuge davon, von einer Gier nach Fleisch, die nicht gesättigt werden kann. Und dann beginnt die Verwandlung. Zuerst verändern sich die Augen und werden milchig und weiß. Dann verlängern sich die Zähne wie Reißzähne. Die Kreatur wächst und die Haut spannt sich über den Knochen. Das Tagebuch enthält eine Beschreibung des Wendigos. Die Kreatur ist echt gefährlich. Wenn du das hier liest, wirst du Fragen haben. Aber ich habe nicht alle Antworten. Dies sind alle Beweise. Und Geschichten aus meiner eigenen Erfahrung. In diesen Bergen lebte einst ein Stamm, die Cree. Ihre Schamanen erzählten Geschichten von einer... Das ist eine lange Geschichte. Kannst du mal... Von einer großen Kreatur, geboren im Eis. Der Stamm respektierte den Berg und alle darauf lebenden Tiere. Der Berg wurde den Cree heilig. Damit wurde auch jedes Tier heilig. Die Cree glaubten, es würde Unglück bringen, einem Tier auf dem Berg etwas zu tun und suchten sich ihre Jagdgründe woanders. 1893 kamen die Bergleute. Sie fanden Zinn und später auch Spuren von Radium. Sie gruben tief in den heiligen Berg. Die Cree sagen, dass der Berg aufschrie und der Geist so freigesetzt wurde. Die Augen des Wendigos verändern sie. Sie werden sowohl schärfer als auch dunkler. Hier steht, die Wendigos sind mutiert aus Menschen. Bei der Jagd auf uns können sie ihre Beute perfekt nachahmen. Der Wendigo sieht Bewegungen. Er ist ein Jäger wie ein Falke, doch etwas Bewegungsloses kann er nicht sehen. Wenn man vollkommen starr verharrt, kann der Wendigo einen nicht erkennen. Haut und Fleisch des Wendigos sind hart wie ein Panzer. Er scheint keinen Schmerz zu spüren. Schnitte oder Stiche sind wirkungslos. Kugeln können seine Haut nicht durchbohren, aber ein Gewehr kann ihn auf Abstand halten. Da der Wendigo eine Mutation des Menschen ist, weiß er, wie er uns jagen kann. Er kann seine Beute perfekt nachahmen. Bleib immer auf der Hut und diszipliniert. Ich habe 6 Wendigos erledigt. Messer oder Kugeln können ihm nichts anhaben. Nimm einen Flammenwerfer, das ist die beste Waffe. Feuer umhüllt ihn.
verbrennt die Haut und macht ihn schwach. Aber versuche nicht, ihn zu töten. Einen Wendigo umzubringen sollte der letzte Ausweg sein. Durch den Tod entweicht der Wendigo-Geist in die Luft. Ich habe sie eingesperrt. Ich habe sie mit Fallen gefangen und mit Feuer in Käfige getrieben. Als Köder für die Fallen habe ich menschliche Glieder benutzt, von jenen, die keine Verwendung mehr dafür hatten. Einen nach dem anderen fing ich die Plage ein, die den Berg befallen hatte. Möglicherweise kann man sich davor schützen. Schamanen erzählen von Ritualen. Ich habe einheimische Artefakte auf dem Berg gefunden und sie nachgemacht. Nach Totems. Bündel von Heilkräutern und Federn. Ich habe sie nachgebildet und ausprobiert. Draußen auf dem Berg funktionieren sie. Sie halten die Wendigos in Zaum. Nicht völlig, aber ausreichend. Doch innerhalb von Gebäuden funktionieren sie nicht. Laut den Legenden der Kree entstehen Wendigos durch den Biss eines anderen Wendigos. Doch der Biss ist harmlos. Ich wurde gebissen. Aber ich habe mich nicht verwandelt. Sie entstehen nur, wenn Menschen das Fleisch eines anderen essen. Nur so. Oh. Oh, nein, 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 nein. Hier steht, dass der Biss... Wenn du dich beißt, bist du nicht infiziert. Es passiert überhaupt nichts. Lass mich das sehen. Sorry, was hast du gesagt? Hier steht, du bist okay. Da steht was? Es wird nichts passieren. Nichts? Mike hat mich fast erschossen, nennt ihr das nicht? Er hat nicht geschossen. Und die Schlampe hat ihn ermutigt. Ey, das ist nicht fair, sie hatte Angst. Ich bin es, die Angst hat. Tut mir leid, Emily. Ich wusste nicht, was passieren würde. Niemand wusste das. Es gibt keine scheiße Entschuldigung dafür. Bitte, Emily, bitte versuch doch zu verstehen. Versteh du lieber, was dir meine Hand sagt. Wow. Tut mir leid. Tut mir so leid. Scheiße. Shit. Wir müssen zu Mike. Sofort. Joshua, du hättest auf mich hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Weißt du noch letztes Jahr, hä? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Dein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Hä? Warum hast du sie verletzt? Joshua, warum hast du sie verletzt? Sie haben dir nichts getan, Joshua. Nicht absichtlich. Es war nur ein dummer Fehler und eine furchtbare Tragödie für deine Schwestern. Sie hatten nicht geplant, dass das passiert. Es war Zufall. Und es hat ihnen leid getan, bis du sie gequält hast mit deiner Nacht der grausamen Folter. Nur ein Spiel? Aber ein Spiel, das dich zu einer deiner eigenen größten Ängste geführt hat, Joshua. Isolation.
Das ist der Wahnsinn. Jetzt wissen wir wenigstens, wer auf dem Stuhl sitzt. Und es wäre echt schön, wenn es weitergehen wird. Es lädt noch nicht, dauert noch ein bisschen. Ja, also die Ladezeit von den Dinger, die hätte sie ein bisschen reduzieren können. Also das ist der einzigste Hake, was ich jetzt hier im Moment immer gerade habe. Tja, irgendwie hängt's. Jetzt geht's weiter. Da kommen wir nicht durch, also gehen wir da lang. Da liegt nichts, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, also weiter. Also für das, dass es 36 Totems gibt, habe ich verdammt wenig gefunden, muss ich ehrlich sagen. Verdammt wenig. Ich will ja gucken. Ja, das ist ja das Bild, das haben wir ja schon gesehen. Wundermänner. Heilige Scheiße. Wo sind die Wölfe hin? Da komme ich nicht dran. Jetzt haben wir hier. Ja, das ist die Zigarre, ja. Die hatten wir alle schon. Hinweis. Den hatten wir vorher noch nicht.
Aha. Fehlen nur noch Mistgabel und Pöbel. Muss reichen. Läuft. Komisch, von der Seite geht's auf und von der anderen Seite nicht, oder was? Jetzt ist natürlich die Frage, wo waren jetzt das... Ich will mal gucken, da oben ging es doch noch weiter. Also nicht in den Schacht da runter springen, sondern da ging es doch weiter gerade eben, oder? Scheiße, geht's doch nicht weiter. Fuck. Mein Fehler. Hab gedacht, da ging's weiter. Die Frage ist, wohin? Geht nicht. Du war dicht, ne? Hey, Großer. Freust du dich, mich wiederzusehen? Hey. Hatte gehofft, dich wiederzusehen. Ja, ja. Ganz brav. So, Kumpel. Du kommst mit mir. Okay. Hier ist der Plan. Ich habe eine Karte von hier gesehen. Das wird also kein Blindflug. Es müsste einen Weg durch die Psychiatrie geben, direkt raus aus der Mine. Kriegen wir das hin? Könnt's nicht besser sagen. So ist's brav. Okay, ich hab jetzt einen Wolf als Kumpane. Finde ich geil. Okidoki, Mann. Ganz ruhig. Wäre ich bloß so gelenkig wie du. Ich glaube, ich sitze hier fest. Okay. Versuchen wir es. Super. Gesehen? Ich hab's auch drauf. Oder, Wolfi?
Ach du Scheiße. So eine Scheiße. Ach du Scheiße. Wo bin ich da nur wieder reingeraten? Mann, das ist wirklich ekelhaft. Gut, machen wir weiter. Der Wolf weiß anscheinend, wo es lang geht. Was zur Hölle? Scheiße, wa? Oh nein, nein. Fuck, das kann echt nicht sein. Ob das eine gute Idee ist? Mist. Oh fuck, 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 fuck. Ach, da ist der Wolf wieder. Ganz brav. Ist okay. Schon gut. Was war das? Oh.
Komm schon, du Arschgesicht. Also der läuft noch alleine. Wo steckst du? Taste gedrückt. So, hier machen wir erst einmal Cut rein, Jungs. Ich weiß jetzt nicht, ob die zwei Viecher freck gegangen sind, weil ich da war ja vorhin in dieser Geschichte gestanden, von dem Fremden, wo der aufgeschrieben hat, seine eigenen Erfahrungen, dass man die nicht töten darf. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieses komische Ding, was wir jetzt gerade gesehen haben, da, dass das vielleicht irgendwie jetzt damit was zu tun hat. Also ich hoffe nicht, dass das die falsche Entscheidung war. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Also ich bin begeistert von dem Spiel. Es ist der absolute Oberhammer. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Es würde mich richtig freuen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich sage hier an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und tschüss, ciao mit V und bis zum nächsten Mal.